Hallo und herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, The Art of Transformation. Mein Name ist Freya. Ja, wenn eine Tierseele spricht, das Bild, das ihr seht, ist oder war, besser gesagt, mein verstorbener Hund Barbossa. Ich habe ihn vor knapp drei Jahren aus einem Heim von Portugal adoptiert. Ich habe lange nach einem Hund gesucht, der mich auf meinen Wanderungen oder Übernachtungen im Wald, auf meinen Reisen begleiten und beschützen könnte. Und als ich sein Bild sah, da wusste meine Seele, das ist die Seele, die du gesucht hast. Was daraus entstanden ist, diese unglaubliche Seelenverbindung, Herzensverbindung zu dieser Seele, dieser Tierseele, hätte ich niemals erwartet. Ja, ich habe telepathische Fähigkeiten, aber ich habe sie nie so für die Tiere eingesetzt. Es war immer mehr in Bezug auf den Menschen. Dennoch ist es einfach gewaltig und so heilend, was Barbossa mir gezeigt hat, was er mir über die Menschen und ihre Haustiere, ihre Nutztiere sagte und wie es eigentlich wirklich gedacht wäre, das Leben zwischen Mensch und Tier in Harmonie mit der Mutter Natur. Ich nenne sie Mutter, obwohl sie eine Schwester ist. Und darüber möchte ich heute in diesem Video berichten. Barbossa ist am 18. Juni dieses Jahres 2023 an Krebs verstorben. Aber auch diese Geschichte mit seinem Krebs hat eigentlich genau diese Aussagen hervorgebracht, diese Verbindung. Und ich habe gesehen und verstanden, dass er seinen Weg und sein Schicksal bereits kannte. Ich hatte Barbossa etwa 3 Monate und Barbossa ist von seinem Wesen her, er war wahrscheinlich zwischen 6 und 8 Jahre alt bereits, ich wollte nicht einen jungen Welpen. Von seinem Wesen her sehr ernsthaft, er war sehr seriös, er war mit definitiv ein Alpha-Tier, er war sehr klar mit der Körpersprache gegenüber anderen Hunden, gegenüber den Menschen. Er war jetzt nicht ein Kuschelwesen, der jetzt zu dir ins Bett springt. Er war zurückhaltend, beobachtend, diszipliniert, sehr intelligent und ja, ein sehr, sehr, sehr angenehmer Begleiter. Nach 3 Monaten, ich habe gesehen, also er hatte 1000 Gesichter, mein Hund roch nicht einmal wirklich nach einem Hund, das haben andere auch immer gesagt, er riecht ja nicht wie ein Hund, habe ich gemerkt, dass er mich intensiv anschaut. Und plötzlich kam da die Frage von ihm rüber, warum hast du mich aufgenommen? Was ist meine Aufgabe? Und willst du mich beherrschen? Ich war ganz ehrlich gesagt über diesen glasklaren Strahl von Geist zu Geist sehr überrascht. Und ich habe ihm als Antwort gegeben, ich will dich nicht beherrschen. Ich habe dich aufgenommen, damit du mich begleitest und wenn nötig, dass du mich schützen könntest. Und es schien, er war zufrieden mit dieser Antwort. Etwa ein Jahr später und ich habe mich in der Zwischenzeit natürlich mit Barbossa beschäftigt, auch telepathisch im Sinne, ich habe ihn eigentlich telepathisch übermittelt, wie ich unser Zusammensein sehe, ja, oder auch manchmal telepathisch ein
Befehl, wenn ich das so sagen darf, gegeben wie, nein, bitte geh nicht auf die Straße. Und das hat sehr gut funktioniert. Er hat mir also gelehrt, dass, und ich habe es auch gemerkt, je lauter meine Stimme wurde, umso mehr hat er mich ignoriert. Er war also definitiv auch ein sehr guter Lehrmeister. Und ein Jahr später, als wir auf Besuch waren bei meinem Vater, später, einen Tag oder so, oder ein paar Stunden später, hat er mir gesagt, sehr klar, ich rieche den Tod. Und ich habe ihn gefragt, wie meinst du das? Du riechst den Tod. Und er hat mir gesagt, er kommt von innen, er stinkt. Ich rieche den Tod. Und ich war damals der Annahme, dass er vielleicht meinen Vater meint, weil mein Vater war doch schon 82 und da könnte schon sein, dass vielleicht er irgendetwas hat in Form von, er hatte ein bisschen Mühe mit dem Zucker, mit Diabetes, irgend sowas. 3 Monate später hat mich mein Hund Barbossa gefragt. Aber wenn ich dich jetzt nicht mehr begleiten könnte, wenn ich jetzt nicht mehr gehen könnte, würdest du mich dann weggeben? Und ich war erstaunt über diese Frage. Und ich habe ihm gesagt, wenn du nicht mehr mich begleiten kannst, dann werde ich dir was bauen. Ich dachte vielleicht so an einen Wagen, wo man manchmal die alten Hunde noch mitnimmt zum Spazieren. Oder ich werde dich tragen. Ich werde dich niemals weggeben, habe ich ihm gesagt. Ich bleibe bis zum letzten Atemzug deines Lebens bei dir. Das verspreche ich. Nein. Und dann hat er mich gefragt, versprichst du mir das? Und ich habe gesagt, ja, ich verspreche dir das. Ja, und 3 Monate später hatte Barbossa einen Zusammenfall. Ich habe das schon kommen sehen. Er aß nicht mehr gut, er trank nicht mehr gut, er wurde sehr schnell müde. Und die Untersuchungen haben dann ergeben, dass er einen Milztumor hat. Ich stand also vor der Frage, lasse ich Barbossa einschläfern, weil er würde ansonsten einfach verbluten. Der Tumor war eingeblutet und würde sehr wahrscheinlich platzen. Oder lasse ich die Milz entfernen? Ich dachte mir, dass mein Hund selbst mir die beste Antwort geben könnte. Und ich habe ihn gefragt, soll ich das, was in dir stinkt, ich habe es so genannt, es wird dich bald töten. Soll ich das entfernen lassen, dass du noch ein bisschen mehr Zeit hast? Und willst du mit mir die Welt sehen? Wollen wir gemeinsam noch ein bisschen reisen? Und er hat eingewilligt. Es war mir also klar, dass Barbossa bereits wusste, dass er an einen Punkt kommen würde, wo er mich nicht mehr begleiten könnte, nicht mehr gehen könnte. Ich habe das nicht gewusst, aber er hat es gewusst. Ich habe die Milz entfernen lassen und wie versprochen bin ich mit ihm mit der Daisy, das ist der Bus meines Vaters. Ich habe gefragt, kann ich mir den nehmen? Ich möchte Barbossa zurückbringen auf Portugal, wo er im Körper geboren wurde. Und ich habe gefühlt, er hat mir gesagt, ich würde sehr gerne noch das Meer sehen. Ich bin entsprechend also alles der Küste hoch, Frankreich, Spanien, Andalusien, Portugal und habe immer geschaut, dass ich an der Küste bin, dass wir immer irgendwo einen Platz am Meer haben miteinander. Ich habe die Reise gemütlich gestaltet, nicht im Stress, weil ich ja wusste, ich habe auch ein krankes Tier da hier. Ich habe mich in 1000 Ecken erkundigt über alternative Medizin, die ihn unterstützen könnte. Ich denke, ich habe von meiner Seite her wirklich mein Bestes getan, um ihm all das möglichst komfortabel gestalten zu können.
Und er hat sich auch nach der Operation super schnell erholt. Er war sehr glücklich. Ich glaube, er hat gefühlt, jetzt bin ich mal, jetzt habe ich mal etwas, nicht etwas in mir, was mich hindert. Er ist gerannt im Strand rauf, runter, er ist baden gegangen, ins Meer, er hat gespielt. Und es war mir eine Lehre, denn ich habe dort einfach realisiert, dass wir jeden Tag genießen müssen, denn wir wissen einfach nicht, wann der Tod kommt. Ich habe auch versucht, das nicht in meinem Gedanken zu halten, sondern wirklich jeden Tag mit ihm zu genießen. Ja, und dennoch habe ich tief in mir gefühlt, dass ich vielleicht seiner Seele helfen könnte. Ich könnte dem Körper nicht mehr helfen, aber vielleicht der Seele. Und ich habe mich auch gefragt, warum er diese Krankheit entwickelt hat. Und ich habe ihn gefragt, kannst du mir sagen, warum du Krebs bekommen hast? Und er hat mir darauf Bilder gezeigt aus seiner Vergangenheit, aus dieser Inkarnation, was die Menschen ihm alles angetan haben. Nicht nur ihm, sondern auch seiner Mutter, seiner Schwester. Und er landet am Ende in einem Heim, wo er 3 Jahre lang gewesen ist, bevor ich ihn dann adoptierte. Er hat gesagt, genauso wie der Mensch die Tiere behandelt, behandelt er auch die Natur und diesen Planeten. Er hat gesagt, dass der Mensch die Anbindung an seine Ahnen und an die Schöpfung, die Urquelle, verloren hat. Er hat gesagt, dass dies durch ganz viele Inkarnationen geschehen ist, aber nicht nur. Er hat gesagt, dass die Haustiere oder die, er hat gesagt, der Mensch züchtet die Tiere zu seinem Nutzen. Verschiedene Formen von Nutzen, auch als eine Lücke im Leben, als im Sinne von, ich brauche etwas, was ich lieben kann. Der Mensch hat aus diesem Grund wilde Tiere, er sagt, er hat sie verkrüppelt. Und indem man ein Tier, also ich denke, er meint da auch genetisch, verkrüppelt auch die Seele. Wenn die Seele keine Anbindung mehr zu den Ahnen hat, keine Anbindung mehr, was es eigentlich war oder ist, dann hat es keine Anbindung mehr an die Schöpfung. Und das Leben stirbt immer mehr. Er hat gesagt, dass das ein Problem ist, das der Mensch auch hat. Er hat gesagt, der Mensch hat vergessen, was seine Aufgabe ist. Und wir bilden keine gesunden Rudel mehr. Und wenn keine gesunden Rudel mehr sind, dann können auch keine gesunden Seelen mehr entstehen. Wir haben vergessen die Lehren unserer Ahne und wir haben vergessen, woher wir gekommen sind. Wir haben keinen Respekt mehr vor den Ahnen und wir haben keinen Respekt mehr gegen unserem eigenen Rudel. Er sagt auch, dass wir uns immer ablenken mit Bildern, die sprechen oder mit sehr lauten Gedanken, dass wir immer, immer plappern. Auch die falschen und schädlichen Lockstoffe, die wir haben in unserer Ernährung. Er sagt, dass das Einzige, was den Menschen an seine Schöpfung bindet, so empfinden es die Tiere, ein schöner Klang der Menschen sei das Lachen und das Singen.
Wir sollten das Meer praktizieren, denn es führt uns zur Schöpfungsquelle zurück. In Lachen und Singen ist Liebe. Er sagt auch, dass es, wir nennen es die neue Welt, eine Welt gibt, wo Wildtiere und Mensch und Natur in Einklang leben. Es wird eine Zeit geben, wo der Mensch keine Nutztiere mehr hat, weil der Mensch sie nicht mehr nützen will. Die wilden Tiere haben diesen Übergang bereits getan. Sie sind in Einklang mit der Schöpfung. Aber der Mensch und die verkrüppelten Haustiere haben Mühe, dort hineinzukommen. Das Einzige, was er sagt, helfen würde, wäre, wenn man diese Verkrüppelung verändern, nicht, heilen würde. Ich weiß nicht, ob er da, ich denke, er meint die Gene. Er sagt, der Mensch wird Freundschaft haben mit den wilden Tieren, nicht mehr mit Haustieren, weil sie sind nur zum Nutzen gemacht worden. Sie sind ein menschliches Produkt, indem man sie züchtet oder zu Paarung zwingt, die sie natürlicherweise niemals tun würden. Er sagt, der Mensch lernt, dass es sehr respektvoll ist, dass wenn ein wildes Tier die Freundschaft von alleine sucht. Der Mensch wird keine Nutztiere mehr haben müssen, weil er weder Fleisch isst, weil er sie nicht mehr nutzt. Ja. Das sieht er als die richtige Welt, als so, wie sie gedacht wäre. Er sieht das als die Schöpfung der Liebe selbst. Und ja, ich denke, er hat mir noch ganz, ganz viel mehr gezeigt. Er hat mir gezeigt, wo seine Ahnen herkommen. Ich habe mit ihm ein Seelenscanning und eine Seelenreise gemacht. Und ich habe ihn natürlich gebeten, ob er mir diesen Ort zeigen könnte oder ob er diesen Ort finden möchte. Und wir haben dies getan. Und seine Ahnen, wir sind in seinen inneren Garten gegangen und er hat diesen Platz gesehen und dieser Platz ist in Finnland. Wir haben ein Feuer gemacht in seinem inneren Garten und wir sahen die Wölfe kommen und er hatte Freude. Er hatte gesagt, jetzt habe ich eine Anbindung. Jetzt weiß ich, woher ich stamme, woher meine Ahnen kommen. Jetzt habe ich Frieden. Und das war eine unglaublich schöne, schöne Erfahrung, die ich für Barbossa mit ihm tun durfte. Und aus diesem Grund bin ich auch auf Finnland unterwegs. Ich wollte ihm, er hat mir dort einen Wasserfall gezeigt. In Finnland, einen Platz, wo diese Wölfe sind, seine Ahnen. Und ich habe gegoogelt. Und dieser Wasserfall habe ich erkannt. Er ist heute noch dort. I love you. Barbossa hat 9 Monate noch mit dem Krebs gelebt, obwohl man mir höchstens 3 Monate gab. Und ich weiß, das Ziel wäre gewesen, dass er auf Finnland zurückfinden könnte. Ich wollte ihm diesen Ort noch zeigen. Very good. Er war so fröhlich und er hat mir gesagt, ich weiß, wohin ich gehen werde. Entschuldigt. Und er hat gesagt, dass wir Menschen das unbedingt auch finden müssen, damit wir Frieden finden. Es hat mir wegen Daisy nicht mehr ganz gereicht. Sie hatte eine Panne und ich musste fast 14 Tage in Luxemburg verbringen, Barbossa auf Finnland zu bringen, an diesen Ort. Aber etwas habe ich gefunden, wurde mir zugeschickt von einem ganz lieben Menschen. Am 19. Juni, ein paar Stunden, oder vielleicht nicht einmal,
Nach Barbossas Tod ist in Finnland etwas aufgetaucht am Himmel. Nicht Nordlichter, sondern noch etwas viel, viel Selteneres. Ich stelle euch den Link da unten rein, wenn ich ihn finde. Es ist ein ganz spezielles Phänomen, das am Himmel geschieht. Und für mich war das definitiv ein Zeichen, dass, auch wenn wir jetzt nicht dort waren, seine Seele den Weg und den Frieden gefunden hat. Und ich werde auch seine Asche an diesen Wasserfall bringen und dort in das Wasser geben. Ich werde einen Baum für ihn dort, sein Baum anscheinend war der Ahornbaum, ich werde einen Baum pflanzen, ich werde ihn ehren. Und ich habe unglaublich Freude, dass ich mit seiner Erlösung auch seine ganzen Ahnenreihe befreien konnte. Ich habe mit meinen Arbeiten, die ich tue, habe ich das Karma und die Gene gereinigt, freigeschnitten, so dass seine gesamte Ahnenreihe und auch er, seine Seele, in diese Welt eingehen können, wo wir die neue Erde nennen. Er ist über den Regenbogen mit seiner gesamten Ahnenreihe gegangen, beziehungsweise die wilden Wölfe waren schon da und er ist zu ihnen gegangen, zurückgekehrt. Ja, ihr seht, er macht seinem Namen alle Ehre als Barbossa, der Pirat. Und ich könnte wirklich noch so vieles euch berichten, was er mir über die neue Welt berichtet. Aber wenn ihr aufmerksam zugehört habt, hat er sein Schicksal bereits erkannt. Er hat mir sogar gezeigt, dass er mit der Fähre fahren würde auf Finnland und so weiter. Das hat er nie lebendig getan, aber ich habe es getan. Und wie ich ihm versprochen habe, das Bild von vorher, da war er am Sterben im Wald. Er konnte nicht mehr gehen und ich habe ihn getragen in die Daisy. Und ich war bis zu seinem letzten Atemzug an seiner Seite. Ich habe mein Versprechen gehalten. Und diese Liebe wird ewig sein.